Okay, gehen wir so. Aufstieg, Kaffee, Destiny, yeah. Von On mit einer Daily, verstrahl Atmosphären, patrouillierst Kosmodrom. Hallihallo Leute, hier ist die Eule, was geht? Ja, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und zwar wollte ich einmal kurz den Online-Tresor zeigen, den Bungie hinzugefügt hat vor ein paar Tagen. Und euch das mal kurz erklären, weil es wirklich eine coole Sache. Vor allen Dingen, wer das Spiel öfter spielt, der spart sich da eine Menge Zeit mit. Und zwar habt ihr ja sonst mal das Problem, also beziehungsweise nicht alle, weil die genug Waffen haben, aber Leute, die jetzt nicht genug Waffen haben, die lagern ihre Waffen einfach immer im Tresor und wechseln an den Charakter und müssen sich dementsprechend die Waffen dann wieder aus dem Tresor holen. Das dauert halt eben das Ganze. Ihr müsst die Waffen in den Tresor legen, ihr müsst Charakterwechsel machen, den neuen Charakter auswählen. Dann müsst ihr wieder zum Turm fliegen, die Sachen aus dem Tresor holen und dann die Mission starten. Das fällt jetzt eigentlich komplett flach. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie hier, den Jäger ausgewählt habt, aber ihr braucht unbedingt eine Waffe, die der Titan hat zum Beispiel, dann müsst ihr einfach nur auf den Titan klicken. Jetzt lädt das kurz. Dann geht ihr auf Ausrüstung, was glaube ich. Genau. Da seht ihr dann die ganzen Ausrüstungsgegenstände und auch Waffen. Und sagt zum Beispiel hier, ich möchte, ich kann sie aussprechen, Iyuts Reißzahn haben. Dann klickt ihr da einfach noch einmal drauf. Und ihr könnt sagen, okay, ich möchte es entweder ausgerüstet haben oder im Tresor ablegen. Jetzt gehen wir mal auf Tresor ablegen. Jetzt ist das Ganze im Tresor drin. Der ist dann hier auf der rechten Seite. Jetzt müsst ihr einfach nur wieder zu eurem Jäger zurückgehen. Und könnt dann, wenn es geladen hat, da, könnt dann quasi jetzt hier das Menü aufrufen. Und ihr habt hier die Waffe drin. Da sind alle Sachen drin, die ihr im Tresor lagern könnt. So, einfach nur einmal draufgeklickt. Aus Tresor herausnehmen. So, wie gesehen habt, vorher war es nicht drin. Und jetzt ist es drin. Das funktioniert so, das funktioniert aber auch, wenn ihr in einer Mission seid. Sag ich, ihr seid jetzt in einer Mission, wo ihr unbedingt Akkuschaden braucht, habt aber irgendwie jetzt vergessen, euer Scharfschützengewehr mitzunehmen oder eine Primärwaffe mit Akkuschaden. Dann könnt ihr das auch während des Spiels machen. Und das dauert auch keine Sekunde. Also ihr klickt das einfach im Webbrowser oder in der Destiny-App an und es erscheint sofort bei euch auf dem Bildschirm und ihr habt die Waffe da. Das spart ihr euch eine Menge Zeit mit und ist wirklich richtig praktisch, das Ganze. Ja, das war es eigentlich auch soweit. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder wenn es ein bisschen, wenn ich es nochmal erklären soll, ein bisschen besser oder so, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Wenn noch irgendwelche Sachen offen sind, wie gesagt, das könnt ihr mit allen Sachen machen. Mit Engramm, mit Leuchtbruchstücken oder sonstige Sachen. Das geht mit dem Online-Tresor jetzt wesentlich besser. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und das ein bisschen geschmeidiger machen, das Spiel für euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.